Ah ja, guck mal, wie wir schon die ganze Zeit die Runden holen, Alter. Ab da mal. Was? Mit den Stöckelschuhen. Das ist so eine richtig versaute. So eine richtig dreckige. Ah! Wir haben keine Website, wie bitte? Okay, ich werde mal das Team zusammenrufen, um hier mal so eine kleine Performance-Besprechung zu machen, ne? Pro-Gamer-Manager. Manager-Mode. Tja, Leute, ich bin jetzt ab heute ein Pro-Manager-Gamer-Simulator-Manager. Ich will hier möglichst genaue Angaben machen. Oh, Juice Esports. Ja, natürlich FPS. Wer spielt schon FOBA, Alter? Kennt Schwein. Wow. Wir sind so ausgerüstet. Wow, Alter, Leute, oder? Da sitze ich ja und bin gerade am Arbeiten. Ach Gott, bin ich hübsch. Das sieht aus wie ich, ne, Anasch? Wir rekrutieren mal jemand, komm. Natürlich high-ranked, Alter. Low. Fange ich ohne an, oder was? Alter, sind die teuer. Das sieht doch super aus, Leute. Pinocchio. Mit der AWP, natürlich. So, mein Sohn. Merkst gerade mal was? Tactics. Ganz klar, wir spielen natürlich safe. Wir safen natürlich in der Eco, aber wir spielen doch eher, was ist das hier für eine verkackte Map, Mann? Lass uns mal balanced spielen, okay, balanced. Wir haben keine Website, wie bitte? Und kein Merchandise. Ja, Leute, wie soll da das Cash reinrollen? Ah, na also, wo ist denn unser Geld? Wo haben wir unendlich viel Geld? Sehr gut. Das klappt da hervorragend. Also null, da oben steht's doch. Mensch, seid ihr blind. Wir haben null Davis. Wir haben 496 Fans, obwohl wir nur diesen AWPler haben. Krass, was ist das für ein... harter Junge. Guck mal, nur er trainiert. Der Rest hockt einfach nur rum. Und die zwei haben das gleiche an. Meine Herren. Also so können wir keine weiblichen Fans gewinnen, ja? Wenn ihr nicht so ein bisschen Modebewusstsein zeigt. Ich würde doch schon gern sehen, was er da macht. Was treibt denn der da? Schon mal noch so ein paar lokale Dödel. Er hat ihn nicht angenommen. Er hat meinen Vertrag nicht angenommen. Ist er wahnsinnig. Wir sind hier wirklich ein aufsteigendes Unternehmen, ja? Guck mal, der ist in keinem Team interessiert. Das heißt, er kommt auf jeden Fall... Er kommt auf jeden Fall zu uns! Nice, Alter. Endlich können wir anfangen zu spielen. Hopp jetzt. Die Würste are so much better at every position. Okay, sie loggen ein. Achtung, Achtung, Achtung. Kommt, Leute. Was ich euch gezeigt habe, zieht da durch, okay? Denkt dran, wir spielen balanced. Balanced! Bist du schon gewonnen jetzt, oder was? Hä? Ah, ja, guck mal, wie wir schon die ganze Zeit die Runden holen, Alter. Ab da mal! Was? Sofort los. Defensiv spielen? Achtung, jetzt ist unsere Runde. Ha, merk Spaß. Und jetzt offensiv. Alter, fuck man, Leute. Was habt ihr getrieben? Ist halt auch schlecht, ne? Einmal mit Profis spielen. Ja, sehr gut. Jetzt nochmal defensiv. Komm, nochmal eine Runde defensiv. Geht's eine Runde in der Rede? Jetzt mach defensiv. Komm schon. Ha, sehr gut. Mach noch eine defensiv. Sehr gut. Mach noch eine defensiv. Sehr gut. Mach noch eine defensiv. Das läuft bei euch. Halbzeit. Noch eine Runde, dann haben wir schon gewonnen. Amenche! Sau schlecht, die Pisser! Gut gemacht, Leute, gut gemacht. Ich streichle euch alle mal kurz. So, sehr gut, sehr gut. Leute, wir haben noch kein Geld. Das ist schlecht. Ich als Manager bin schon echt ziemlich hot. Warum? Wir sind viel zu gut. Irgendwie die ganze Zeit schon. Balanced, komm. Was? Defensiv, Leute, das klappt immer. Mhm, mhm. Sehr gut, sehr gut. Jetzt zerficken wir sie. Oh, da haben sie eine Runde geholt. Finde ich jetzt eher schlecht. Komm, mach mal balanced. Balanced, mach mal balanced. So, ich bin ein bisschen balanced hier. Kann ich dich auch umbenennen? Das sind ja total... coole Namen. Mürrewiff. Marvin. Mel Marshall. 11-4 in die Halbzeit. Also, mehr kann man nicht verlangen von dem Team. Victory. Leute, wir brauchen uns endlich Geld. So, World Events. Take off. Oh. Es kostet Geld beizutreten. Das ist halt schwach, ne? So als New Starter, die überhaupt kein Gold haben. Es erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an den Counter-Strike-Simulator früher. Das war auch ziemlich geil eigentlich. Es hat echt Spaß gemacht. Okay, ich werde mal das Team zusammenrufen, um hier mal so eine kleine Performance-Besprechung zu machen, ne? Ich würde sagen, take your time to adapt. Das war ja wirklich erfolgreiches Gespräch. Guck mal, was ich für... Bin ich das mein Haus als Manager? Ist das mein Haus? Da liegt eine Schnecke? Oder ist das ein Kerl? Keine Ahnung. Hier ist ein Raum nur für den Tisch. Das kann doch nicht sein. Habe ich so viel schon verdient in meinem Clan? Weil die Synergie steigt schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Die Moral ist auch oben. Nice. Mit dem Namen Die Würste kann man sich natürlich auch identifizieren. Das ist klar. Da kann man... was robben. Wir können unsere Tactics noch ein bisschen advancen. Advanced. Ah, ich bin gerade dabei am Schreiben. Ich bin ja der Manager. Ich muss die Taktiken aufmalen. Auf so einen Diddle-Block. Oh, Leute. Nice. Da. Wir sind gerade auf Platz 1. Bitte. Auf Platz 1. Und jetzt sind wir 1109 Dollar im Minus. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von unserem Haus, von unserer Wohnung oder was es eben ist. Guck mal, da ist unsere Frau. Mit den Stöckelschuhen. Das ist so eine richtig versaute, so eine richtig dreckige. Ah! Die ist immer hier in dem Raum, in der Bücherei, wo aber nur ein Bücherregal ist, sonst nichts. Und da geht's richtig ab. Manchmal ist sie auch hier in der Küche und sitzt auf dem Stuhl. Neben dem Kühlschrank, auf dem Schreibtischstuhl. Die Entscheidung hat sie auch getroffen, also dass der da hin soll. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Ich hab's ihr gesagt, hey, das passt einfach nicht in die Küche. Was? Ein Schreibtischstuhl, hallo? Küche. Büro. Schreibtischstuhl. Küche. Schreibtischstuhl, Büro. Ein Hund im Büro? Aber ich glaube, ich überlasse ja eh viel zu viele Entscheidungen hier. Guck mal, sie hat dieses behinderte Bild aufgehängt mit so einem Baum in drei Stücken. Da hat sie Pflanzen hingestellt. Ich kann gar nicht mehr rausgucken. Die geile Alte von nebenan zieht sich immer aus. Was sehe ich? Die scheiß Pflanzen. Ich bin wirklich ein armer Mann. Arm und zurückgezogen.
Aber ich kann es schaffen. Irgendwann stehe ich auf. Ich stehe für mich selbst auf, setze mich auf den Bürostuhl in der Küche oder im Esszimmer oder was das verfickt nochmal ist und stelle die verkackten Pflanzen weg. Die Pflanzen draußen sind völlig in Ordnung. Hey, davon habe ich auch ein paar ausgesucht. Aber die da, die zwei, also... Und wer legt bitte schon einen Tennisball und einen Schläger hier einfach hin? Wir haben noch nicht mal ein Netz. Wir haben noch nicht mal einen Platz, wo wir Tennis spielen können. Warum liegt das draußen? Wir müssen doch immer nach außerhalb fahren, um Tennis zu spielen. Was, guck mal, als würden wir hier kegeln zu Hause. Und Hockey? Sicherlich auch nicht. Die kann nicht aufräumen, aber die scheiß Pflanzen musst du da hinstellen. Irgendwann bringe ich sie um.